Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Dirt 5. Wir sind hier angekommen. Wir können hier eins von den beiden machen. Wir waren letztes Mal in Nepal. Das heißt, wir sind Schnee vielleicht noch ein bisschen gewohnt. Gehen wir hier oben weiter. Wie gesagt, zum Freischalten ist hier egal, was wir hier machen, weil wir da beide machen können. Also eigentlich ist es egal. Wir machen mal hier ein Land Rush auf dem Himalaya. Können wir hier schauen, die Fahrzeuge. Wir können da vielleicht mal was Besseres holen. CB. Okay, der wird sogar schlechter. Wir haben BA. Dann schauen wir mal. Das BB, das S, aber C. Auch wieder BA. AB. Ja, ist immer so ein bisschen die Frage. Area Nomad. Area Nomad Tactical. Okay, ist natürlich auch sehr interessant. Was haben wir sonst? BA, AB. CS. Counter-Strike. Okay. SC. Hallo. Der sieht aber eigentlich auch lustig aus. Hier wieder SC, BA. Also, da gibt es gar nicht so einen krass geilen. Wobei der eigentlich auch ganz lustig aussieht. Irgendwie so ein VW-Buggy. Irgendwie erinnert mich ein bisschen an den Beetle. Ja. Boah, ist natürlich jetzt so eine Frage. Überall, wo wir einen S-Rang haben, haben wir noch einen C mit dabei. Und überall, wo halt das Handling besser ist, ist dann halt meistens die Performance nicht so gut. Oder die Performance ist gut oder das Handling ist schlechter. Das ist jetzt die große Frage. Da muss ich mir mal in Ruhe vielleicht mal genauer hinsetzen. Wir fahren mal trotzdem nochmal mit dem Racing Touareg. So, es ist morgens. Ich glaube, die Strecke sind wir schon mal gefahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir schauen einfach mal. Wir legen los. Ah, na super. Was haben wir denn? Überholmanöver in 5 Sekunden. 2 Stück. Stand da nicht 10 dran? Oder war das in einem anderen Event? Ich dachte, es waren 10 Sekunden. Aber nun gut. Wenn wir hier so eine schöne Kurve packen. Guck, da haben wir schon 2 überholt. Drift-Lack-Abtausch, okay. Und dann noch ein bisschen Geschwindigkeit. Das werden wir wohl hinbekommen. Alter, das überholen mich wieder alle. Okay. Ich habe auch gerade das Gefühl, wir haben ja den Schwierigkeitsgrad mal hochgedreht. Ich glaube, immer hier bei... Immer mit dem VW hier, mit dem Touareg, haben wir es ein bisschen schwieriger. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das alles so passt. Muss ich noch das blöde Drift und Kontakt machen. Aber hier ist gerade Platz 6 gerade. Sieht natürlich noch gar nicht so gut aus. Okay, es war kein Drift. Ich war voll auf der Handbremse. Okay, wir haben ja noch easy Zeit. Dann kommt dann eine neue Runde. So. Die Nebenziele haben wir gemacht. Ah, jetzt geht es hier oben rüber. Ist nicht unter uns die Startziel gerade? Könnte glaube sein. Platz 5 derzeit. Und hier durchs Wasser ist so ein bisschen die Frage, ob das ein bisschen ausbremst. Ah, das ist ja eine lange Runde. Immer noch Runde 1. Am Anfang hatten wir glaube ich so relativ kurze Strecken, aber jetzt kommt hier mal eine richtig lange. Oh, hier haben wir die Startziel. Ja, nein, nicht so schön gefahren. Verlieren wir auch gleich wieder den Platz. So, innen durch. Sehr schön. Ohne Kontakt. Ja, den da auch. Gucken. Ah, aber guck, der scheint in der Performance, denke ich mal, besser als wir. Da ist wirklich die Frage, vielleicht doch ein bisschen auf Performance zu gehen und das Handling. Haben wir dann aber halt, wenn wir in der Performance S haben, haben wir meistens dann im Handling C, ob das dann ausreicht oder ob dann der Wagen schwieriger zu kontrollieren ist. Na, jetzt haben wir glaube ich einen relativ ausgeglichenen, aber in der Beschleunigung natürlich fehlt so ein bisschen was. Da muss ich mir mal einen richtigen Kopf drum machen.
was da am effektivsten sein kann. So, wie schaut's aus? Eigentlich ganz gut, obwohl, sind doch ein bisschen da. Uiuiui. Ist ein bisschen nach hinten schaut, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß auch nicht, ob es hier schlau ist, durchs Wasser zu fahren oder nicht. Also die Kurve eng zu nehmen und dann halt beim Wasser vielleicht ein bisschen ausgebremst zu werden oder in der Mitte der Kurve zu fahren. Sind wir da immer sehr unschlüssig. Uiuiui, komm weit raus. Ein bisschen vom Gas gehen. Wir fahren auch mal immer nicht durchs Wasser. Ja, guck, zwei folgen uns. Okay, sieht man es hier schlecht. Aber die anderen sind dann so ein bisschen weg. Ein bisschen weiter weg. Guck, Alter, wie sie jetzt wieder rankommen hier, ja? Auf der Geraden. Das macht mir gerade richtig Schiss. Oh ja, auf der Minimap sieht es gerade ein bisschen näher aus, als es wirklich ist. Oh, no, 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 no. Nein! Ui, Alter, ich dachte schon, mich haut's um. Ui. Oh, ich bin noch vorne. Oh, ich bin noch vorne. Ui. Was war das gerade? Puh. Alter Falter. Dachte schon, die überholen mich. In der letzten Runde. Ey, die fahren auch richtig kacke. Kannst jetzt mal nicht mal drauf schieben, dass sie ein besseres Auto haben. Also gerade auf der Gerade schon ein bisschen. Aber in den Kurven muss ich es dann eben rausreißen. Und das habe ich eben nicht gemacht. Eher im Negativen. Kann man Gas geben. Die kommen schon wieder. Alter, wie die wirklich auf der Geraden rankommen. Richtig mies. Er ist wieder so ein Ticken weg. Aber wir haben jetzt keine großartigen Geraden mehr. Unser Vorteil. Aber in den Kurven kann man halt eher Fehler machen wie auf einer Geraden. Natürlich auch noch so eine Sache. Feuerwerk und Konfetti. Puh, da musste ich schon noch ein bisschen bangen. Hey, also einfach war es jetzt nicht. Was haben wir hier? Ja, okay, eine Sekunde. Eine Sekunde haben wir Vorsprung. Diesmal sagt er auch gar nicht, gewinnen ist gut, aber man soll nicht so aggressiv sein. Also wir hatten, glaube ich, gar nicht so viel Crashes. Also kann es wirklich sein, wenn wir zu viel Crashes machen, dass der hier den Kommentar bringt. So, Auto sieht noch relativ sauber aus. Nicht so wie beim letzten Mal, da war es gar nicht mehr blau. Da war es irgendwie so beige-braun von dem ganzen Sand, Dreck, Matsch und Zeug, was da alles war. So, wir haben hier zwei weitere Sachen freigeschalten und dadurch, dass wir hier ein Karriereziel haben, beendere drei Stampede-Events, gehen wir natürlich hier in den Stampede nach Brasilien hinein. Und los geht das Ganze. Wir haben wieder, wieder hier den SUV, sag ich mal. Ja, BA. Ich habe ein gutes Handling, aber nicht so gute Performance. Da wäre theoretisch ein AB wäre geil. Ein Ford Raptor wahrscheinlich auch ganz cool, aber der hat halt C als Handling. BB, CA, BB. Kann das gerade sein, dass irgendwie noch andere Fahrzeuge drin sind? Ich dachte, da waren vorher noch andere Autos, oder? BA. Irgendwie sind da doch noch andere Autos dazugekommen. Alter, was ist denn das hier? Audi AI Trail Quattro. Sieht ja mal lustig aus. SA, Alter. Aston Martin DBX. Der ist doch mal geil. Also rein von den ganzen Sachen. Aber hey, irgendwie haben die andere Fahrzeuge. Irgendwie fehlen da welche. Das irritiert mich jetzt eben. Komm mal, wir holen den Aston Martin. Wobei in der Farbe... Naja, hier kann man natürlich... Aber noch nichts. Die Farbe sieht schon... Ich weiß nicht. Sehr seltsam aus. Guck mal, in Rot sieht er doch schon mal viel besser aus. Ach, der hat da hinten noch so eine kleine Sache.
Wobei, ja, so mit so Rallye-artigen Sachen sieht es eigentlich auch ganz cool aus. Machen wir das mal rein. Ich mache es mal nur ganz schnell. Also ich meine, es ist nichts Besonderes. Nein, warte mal. Eigentlich fand ich einen Silber ganz okay. So ein Aston Martin, so silbermäßig. Ich sehe eher wieder weiß. So was Gräuliches. Machen wir mal so. Ich mache es ja nicht so die mega Lackierung rein. So, wie kriege ich jetzt das andere nochmal rein? Schicht 1. Das da, okay. Ich weiß gar nicht, was ich als Gegenfarbe nehmen soll. Ja, okay, grün passt natürlich mal gar nicht. Weiß nicht, ein bisschen weiß und ein bisschen schwarz oder so. Sieht natürlich sehr seltsam aus, wenn man so alles auf die Schnelle macht. Wenn man jetzt theoretisch schwarz reinnimmt. Ach, das ist nochmal eine Schicht. Ich dachte, wir sind ja schon bei dem roten. Schicht 3. Jetzt machen wir mal so eine Gegenfarbe. Einfach mal so zum Schauen. Weil mit dem Gelb sieht es eigentlich auch schon mal gar nicht so krass schlecht aus. Aber ein bisschen zu hell irgendwie. Wir machen nochmal so. So, starker Regen. Okay. Was ich mich jetzt gefragt habe, haben wir vielleicht neue Wagen noch dazu freigeschalten oder war das irgendwie doch irgendwie eine teils andere Klasse? Aber mich irritiert es dann halt trotzdem, wieso der VW zum Beispiel mit dabei war. Und die komischen Buggys oder so, die haben ja auch so ein bisschen gefehlt. Oh, guck mal, wir haben schon voll viele Sachen gemacht. Brauchen nur noch das Drifting. Wir überholen einmal in der Luft abgeschlossen. Das war dieses von dem Sponsorenziel. Und dann müssen wir nur noch die drei Stampede-Events machen. Ich meine, klar, in dem Rennen werden wir das nicht schaffen, aber wir sollten halt mal ein bisschen nach vorne kommen hier, Alter. Bin voll eingequetscht. So, geht hier schön den Berg hoch. Wir haben natürlich hier schön Power mit dabei mit dem Aston Martin. Hört sich eigentlich ganz nett an. Weil hier voll durch den Wald. Es hier spritzt. So, noch so ein Drift-Lack-Abtausch sollten wir bekommen. Komisch, dass ich das noch nicht bekommen habe. Ja, Anfang vom Rennen so viel Kontakt mit allen gehabt. So, müssen wir nur noch den blöden Drift hinbekommen. Unter Platz 1 werden. Dann sind unsere Sponsoren auch schon mal so ein bisschen glücklich. Hoffe ich ja zumindest mal. So, hier geht Runde 2 weiter. Ja, der Platz 1 fährt mir aber so ein bisschen weg. Der Okazawa. Mit dem los. Vielleicht nicht so viel driften. Das war jetzt nur mit der normalen Bremse hier gebremst. Alter, guck mal hinten dran. Ganz den Matsch da dran. An unserem schönen neuen Auto. Ich gerade so ein bisschen an die Ecke gefahren habe. Der fährt da ganz schön übel. Platz 1. Dann müssen wir uns ja noch ein bisschen anstrengen. Ja, natürlich ein bisschen blöd, wenn wir ja nicht Platz 1 sind. Aber ich glaube, wir sind schon ein bisschen näher rangekommen. Irgendwie wird es auch immer dunkler hier. Wow. Heieiei. Hier die Kurven. Sprung dann doch gut angesetzt. Oh ja. Ich krieg den scheiß Drift nicht hin. Come on. Okay. Fokus eher auf Platz 1. Diese kleinen Nebenziele sind nicht ganz so wichtig. Alles geht hier das Licht an. Schön gespiegelt hier mit den ganzen Pfützen. Jetzt fährt er wieder so ein bisschen weg, aber eigentlich mit dem Sprung, bei dem Sprung sind wir gut rangekommen. Fast getroffen. Wäre, glaube ich, vielleicht sogar im Drift gewesen. Ich weiß, ich habe gesagt, Fokus liegt da jetzt nicht drauf, aber wir können ja trotzdem mal schauen, oder? Ah, es war zu früh. Wo ist er denn? Ja, es hat nicht gereicht, zum in Drift reinzugehen.
Alter, hier der Matsch überall. Ui, wo fahre ich denn hin? Irgendwie wollte ich nach rechts fahren. Obwohl nichts kam. Uiuiuiui. Oh Mann. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. So, jetzt aber. Also hier. Feuerwerk! Da kam jetzt Feuerwerk. So, jetzt. Alter! Jetzt kommt der innen durch! Ich will mich verarschen. Na super! Ich dachte jetzt. Oh, dann bremst er auch noch so blöd. Alter, ich dachte, in der einen Kurve kriege ich den noch. Dann zieht der da irgendwie hinter mir von außen direkt nach innen rein. Das fand ich jetzt aber nicht sehr nett. 2/10 Sekunden, hey. Alter Falter, der Ford Raptor. Der war eigentlich doch gar nicht so gut. Kann es ja nicht sein. Nur Platz 2. Oh Mann, ja. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich bedanke fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, Wiederschauen und reingehauen.